So, und da sind wir schon wieder. Herzlich willkommen zu einer nächsten oder einer neuen Folge zu Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind hier auf dem Turm der Zwillingsberge und wir machen uns einfach auf den Weg weiterhin nach Kakariko. So, gucken wir nochmal kurz auf die Map. Wo geht's lang? Also, in diese Richtung, wo ich gucke, ist schon mal gar nicht so verkehrt. Deswegen versuchen wir einfach mal über diesen Bergpass dahin zu kommen. Tümmeln wir uns mal ins Gemenge. Woo! Komm, Junge, das Parasegel ist doch schon, womit du am besten umgehen kannst, wa? Oh, klettern kannst du ja auch nicht schlecht. Na, schauen wir mal, ob wir da hochkommen. Ja, also wenn ich mich so an Kakariko erinnere, wie es im alten Ocarina of Time war, da hatte man einen. Ja, man kam da rein, da stand erstmal ein Typ, ein paar Häuser, ein dicker Brunnen. Aber es war nicht so viel los. Also ich glaube, bis auf den einen Typen, der oben auf dem Dach immer rumgelaufen ist und keinen Bock hatte zu arbeiten, weil er wohl ein faules Stück war. Ja, war da eigentlich nicht viel los. Die Hühner konnte man da noch sammeln. Okay, das sieht gut aus. Jawohl! Oh, kommt her! Alter. Rhodonit, ein wertvoller Edelstein, der Hyrule gefunden werden kann. Aufgrund seiner Farbe wird ihm nachgesagt, die Kraft des Feuers zu enthalten. Er zieht sehr hohen Preise. Das ist gut, das ist gut. Wenn es sich wegrollt, nehmen wir mal den hier. Und bam. Oh nein, da war nichts. Doch, da ist was. Ein Bernstein, sehr nice. Lohnt sich das jetzt wegen. Oh, was ist da unten? Ein Bärchen und ein Rhodonit anscheinend. Ah, Mist, man kann nicht so genau sehen. Lohnt sich eigentlich schon, aber. Nee, komm her hoch. Bin den zwei Dingern lauf ich da jetzt nicht runter, hab ich keinen Bock drauf. Ist mir zu weit. Wir wollen nach Kakariko. Wir müssen dahin. Das sagt uns zumindest die Karte. Die Quest. Ja. Geht der Trick hier auch? Ja, geht. Also, wenn ihr nicht so viel Ausdauer habt, einfach mal kurz loslassen beim Klettern. Und dann fängt dann zu laufen. Und während des Laufens generiert er wieder schön viel Ausdauer. Das geht aber nur bei Wänden, die nicht zu steil sind. Also, das muss schon ein bisschen Gefälle noch drin sein. Wenn die schon auf 90 Grad sind, die Dinger, so wie zum Beispiel, dann fällt er nur noch runter. Dann bringt er nichts. Deswegen warten wir mal kurz. Oh, okay, das wird jetzt aber knapp. Ich glaube, das schafft man nicht. Oh, komm schon. Oh nein, ich sehe schon, das wird nichts. Komm, 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 komm. Und ein beherzter Sprung. Oh ja, oh nein. Oh, lauf, 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 lauf. Oh. Okay, gut. Das meine ich. Also hier kann man zum Beispiel dann wieder ein bisschen regenerieren. Und hochklettern. So. Das schaffen wir jetzt aber. Nee, das ist also so ein kleiner Glitch, der funktioniert eigentlich ganz gut. Wenn ihr an so Steilwänden seid, die jetzt so ein klein bisschen Gefälle haben, einfach dann nach oben drücken und die Loslassen-Taste drücken. Bei mir ist es ja hier X, bei mir ist es umgedreht, bei manchen anderen ist es natürlich hier dann B. Und sobald ihr das macht, läuft er einfach los und generiert wieder ein bisschen Ausdauer. Also schon mal gar nicht so verkehrt. So, als ob ich es geahnt hätte. Hat sie mich gerade zwar nur verdrückt, aber hey. Oh. Eine Boglanze, oh mein Gott, wir würden so ein Shit haben. Weg damit, brauchen wir nicht. Ah, jetzt habe ich extra das. Oh, da! Geile Sache. Genau dafür habe ich mein Schild geholt. Genau für so einen Fall. Jetzt gucken wir mal, ob wir diesen Wächter einfach so besiegen können oder nicht. Normalerweise sind die echt harte Gegner, aber mit meinem Schild habe ich keine Angst. Und zwar ist es wirklich wichtig, einfach gutes Timing zu haben. Schild hoch, Anvisieren des Wächters und dann im richtigen Moment mit A aus einfach schlagen. Pass auf. Und gleich verkackt. Nochmal, noch ein Versuch. Und. Nein, das war zu früh. Oh nein. Okay. Ich habe den Mund zu voll genommen, merke ich gerade. Eieieiei.
So, jetzt aber komm. Nimm mal platt. Jawoll! Und gleich hin, gleich hin, gleich hin, gleich boxen. Nein! Ich Dulli, Alter. Okay, das ist das Problem. Wenn man eine Lanze oder eine Zweihandwaffe in der Hand hat, kann man natürlich nicht blocken. Ja, das war jetzt der erste Tod, oder? Ich glaube, das war der erste Tod. Naja. Egal, das passiert. Wir werden bestimmt noch nicht zum letzten Mal gestorben sein. Aber in Zukunft... Ui! Soll ich hier vorne noch anfangen, die Folge? Nein, ich lasse es mal. Okay. Leider verkackt. Sorry, Leute. Das zweite Mal werde ich es ein bisschen anders machen. Ich werde einfach eine andere Waffe nehmen und dann kriegen wir es auch hin. So, nochmal hoch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da habe ich den Mund echt ein bisschen zu voll genommen. Aber egal, ich mache es gleich nochmal. Das Timing ist echt wichtig. Ihr müsst euch wirklich... Ja, sehen, kurz bevor ihr den Strahl losschickt, dass ihr A drückt, damit er... Ja, damit Link diesen Strahl reflektiert und diesen Wächter dann mit vollen Angriff wegpustet. Also ich muss sagen, der macht ja ungefähr einen halben, vielleicht maximal ein Drittel von dem Schaden oder von dem Leben des Wächters weg. Also zweimal reicht eigentlich, damit ihr den Rest mit dem Schwert beenden könnt. Oh, wir haben jetzt nochmal eine Chance bekommen. Diesmal machen wir es anders. Ich mache das so. Ich nehme den hier hin, leg den ab und bombt das Zeug weg. Und dann fliegt das hoffentlich in die andere Richtung. Ah, nein! Scheiße. Hat nicht ganz geklappt wie geplant, aber hey. Dafür ist das Leben da. Man muss einfach Sachen ausprobieren. Und wenn sie nicht helfen, dann machen wir es beim nächsten Mal immer anders. So, hochlaufen, springen, hochlaufen, springen, hochlaufen. Ja, das klappt doch wunderbar. So, hier sieht es aber eigentlich... Okay, ich bin jetzt ein bisschen woanders gelandet. Hier sieht es aber echt so danach aus, als ob hier was sein könnte. Okay, ein Schrein ist in der Nähe. Den möchte ich eigentlich nicht machen. Aha, okay. Okay, alles klar. Alles klar, warte mal. Königsschwert. Kommt, glaube ich, am coolsten. Wie machen wir den jetzt platt? Uiuiui. Ich kletter mal hoch, Alter. Vielleicht klappt das ja. Eieiei. Nein, nee, jetzt. Jetzt komm. Der Ältere. Was heißt das, der Ältere? Ist er stark? Ein Schleichling. Oh. Also, er ist schon nicht schwach. Aber ich muss sagen, ich krieg den irgendwie nicht. Das mit dem Pfeil gegen den Stein. Aha. So, jetzt aber. Jetzt. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Oh, das gibt's doch nicht. Ey, das gibt's doch nicht. Leute, ich flippe aus gleich. Boah, nee. Das geht ja mal gar nicht, Alter. Sag mir bitte nicht, ich muss schon wieder von vorne laufen. Ah, okay. Glück gehabt. Alles klar. Also, wisst ihr was? Den Stalinox zu besiegen, das war eine Geschichte. Aber den hier... Nee, ja, ich keinen Bock mehr. Weißt du was? Dann hau ich ab. Ich gehe nach Kakariko jetzt. Weil, ganz ehrlich, mit den paar Herzen, die wir jetzt erst haben, können wir auch noch gar nicht so viel reißen. Also, wir müssen jetzt wirklich ein paar mehr Schreine machen. Aber ich will ein bisschen Story machen. Ich will jetzt ein bisschen die Story machen, weil diese ganzen 100% Sachen, das kann man auch im Nachhinein. Ja, ich probiere es einmal hier rauf. Zack, zack. So. Hochlaufen. Ja. Sehr gut. Aufladen, aufladen, aufladen. Und hoch da. Und hoch da. Und. Ja, ging noch. Okay. Kommt wahrscheinlich wieder der Wächter. Jetzt ist die Frage, lege ich mich wieder mit ihm an oder nicht? Wisst ihr was, Leute? Ich habe keinen Bock auf neu starten, komplett von Anfang. Ich speichere hier einmal.
Aber wozu haben wir das denn? Speicherfunktion. Kann man nochmal nutzen, oder? So, jetzt erstmal kurz ein Schwert aus. Ist das ein Einhand? Ja, Einhandschwert, genau. So, und jetzt versuchen wir es nochmal. Ob es diesmal klappt. Wir surfen zu dem hin. Oh oh. Nein, es gibt's doch nicht. Warum immer zu früh? Na komm. Jetzt komm schon. So, einmal hätten wir. Das geht aber noch öfters, komm. Okay, sorry Leute, ich muss mich gerade konzentrieren. Nee, Mann, ey. Leute, halt mich echt für einen Kacknoob, aber das geht gar nicht, ey. Das ist echt nicht normal, Mann. Nicht normal. Mit dem Schild kann man eigentlich so gut blocken, aber wenn das Timing nicht stimmt und noch so ein dummes Skelett da rumläuft, ey. Nee, komm. Es reicht. Der muss jetzt sterben. Der muss jetzt sterben. Hau ab. So, Junge, hau ab. Alter. Jetzt werde ich aggro hier. Jetzt werde ich aggro. Ich brauche aber ein bisschen was zu essen. Alter, jetzt raste ich gleich aus. So, das lassen wir uns mal übrig. Mann! Ey! Ich raste gleich aus. Ja, Mann, jetzt lauf dahin und mach ihn kaputt! Nein! Nein! Ey! Was ist hier los? Leute, was ist hier los? So macht das aber keinen Spaß. Nee, echt. So macht das keinen Spaß. Soll ich einfach aufhören? Hm. Nee, komm. Aufgeben gibt's nicht. Aufgeben gibt's nicht. Jetzt erst recht. Den mach ich kaputt. Keine Sorge. Diesmal ist er dran. Ich schwör's, diesmal ist er dran. Ja, komm. Komm, Junge, komm. Komm, 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 komm. Ey, nein, Mann. Ey, diese ganzen Mistviecher, die da rumlaufen, die behindern einfach die Sicht auf den. Komm, jetzt aber. Ey, nee, Mann. Alter, das kann nicht wahr sein. Uff, ganz ruhig, ganz ruhig. Wusa. Wusa. Was soll ich machen? Jungs, was soll ich machen? Mädels, Leute. Ich kann doch nicht aufgeben jetzt. Aber ich muss diese Viecher unbedingt umbringen. Das ist das Wichtigste dabei. Ja, genau so mache ich das. Ich lasse sie einfach die andere Drecksarbeit für mich machen. Na, sind jetzt alle tot? Nein, immer noch nicht. Komm. Jetzt hat er mich bis jetzt noch nicht getroffen. Ah. Immer mit der Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft. Werdet ihr sehen. In der Ruhe liegt die Kraft. Jetzt geht doch. Nochmal. Okay, war zu spät. Besser als zu früh. Ey, nee. Komm. Das kann nicht wahr sein.
Ja. Noch einmal. Jetzt, Alter! Da hast du Kassierjunge! Woo. Alter! Sorry, Leute, aber das musste sein. Ich bin einfach fast schon ausgeflippt. Ich wäre schon fast am Durchdringen gewesen. So, was haben wir hier? Ein antiker Reaktorkern. Dieser Energiekristall wurde mithilfe einer verlorenen Technologie hergestellt. Er soll Maschinen als Energiequelle gedient haben und der Forschern ein begehrtes Objekt. Na, sauber. Wenigstens etwas Neues bekommen und eine antike Achse. Die bringt uns erstmal nichts, aber egal, nehmen wir mit. Nehmen alles mit. Denn das haben wir uns verdient. Alter. Und wenn ihr auch noch dran geblieben seid, bei diesem Versagen von mir, dann habt ihr echt Nerven aus Stahl. Oder auch besser gesagt Geduld. Ohne Ende. Boah, nee. Das war echt eine harte Nummer. So, geht weg hier. Ich habe noch eine Mission zu erfüllen. Ich will nach Kakariko. Junge. Wo kommen wir denn da hin, wenn wir da nicht hinkommen? Hier ist nichts in der Nähe. Nee, scheint nicht so. Ich muss nach Kakariko, ganz egal wie. Und dafür laufe ich einfach mal durch die... Ey, willst du mich verarschen? Okay, gut. Wir speichern wieder. Und es geht erneut in den Kampf gegen einen Wächter. Egal, die müssen hin. Also, Übung macht den Meister, wie ich vorhin auch schon gesagt habe. Ne? Deswegen werden wir jetzt so lange hier rumprügeln, bis jeder Schlag, jede Abwehr ein Schlag in das Gesicht von diesem Wächter ist. Nein! 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 Okay, nochmal von vorn. Also so oft gestorben bin ich natürlich jetzt bisher noch nicht. Ist natürlich auch mal eine witzige Sache, aber irgendwie nervt's. Es nervt. Aber ich will auch nicht... Ich will mich auch nicht geschlagen geben von so einem kleinen Wächter. Der muss doch... Der ist doch eigentlich... Eigentlich ist er zu besiegen. So ist es ja nicht. Aber es ist Nacht. Oh, oh mein Gott, wie viele sind denn hier noch? Da sind gleich zwei. Ich glaube, ich werde... Ich glaube, ich werde bescheuert. Komm. Toll, der ging schon mal gut. Alter. Ah, okay. So lange gewartet. Ja. Kassier, Junge. Einer geht noch, komm. Jawoll, Junge. Verreck bitte, verreck. Puh, bei den Dingern werde ich jetzt langsam wirklich ein bisschen emotional. Die gehen mir echt tierisch auf die Nüsse. Aber die bringen richtig viel Zeug. Und was das alles bringen wird, werden wir noch sehen. Ich hoffe, das bringt überhaupt was, das ganze Zeug zu sammeln, weil, ja, verkaufen, ob die viel einbringen, weiß ich nicht, aber wir schauen einfach mal gleich. Was ist denn hier Schönes? Hyrule-Gras. So, bevor wir den angreifen, schnell speichern. Ich will irgendwie nichts mehr riskieren, denn bis ich da wieder hingelaufen bin, da geht so viel Zeit verloren dabei. Na komm. Oh nee, bitte nicht. Hau ab. Brauch dich nicht hier. Hau ab. So, gut. Bam, Digga. In your face. Geht noch mehr. Komm. Kriegst noch einen. Yeah, Mann. Da hast du was. Und einer geht noch. Alle guten Dinge sind drei. Boch, Lübe, treu zu. Jawoll, Junge! Verreck bitte, verreck! Was? Der lebt noch! Der lebt noch! Das gibt's doch nicht! Alter, stirb! Boah, was ist mit dem los gewesen? Der wollte einfach nicht sterben! Hey, meine ganzen Sachen! Wo sind die? Das war's? Hab ich alles eingesammelt? Hey, da ist noch was. Guck mal. Puh.
Königsschwert zerbricht gleich. Ah, das ist aber echt schade. Das war ein gutes Schwert. Das war echt ein gutes Schwert. Oh, guck mal, da unten. Da ist ein Schrein. Weißt du was? Den markiere ich mir mal später. Da kommen wir nochmal wieder. Aber ich will nach Kakariko. Ich will da endlich hin. Und jetzt gibt's was Schönes. Ein Opal. Sehr gut. Nee, ich will nach Kakariko, weil... Oh, ein paar Pferdchen. Pferdchen? Hatten wir auch noch nicht gesehen, oder? Doch, Pferdchen hat man schon gesehen. Stimmt, ich habe doch schon... Klar, ich habe doch schon eins benutzt. Die Alzheimer hat wieder zugeschlagen. Nee, ich hole mir jetzt kein Pferd. Ich brauche das nicht. Wir sind schon fast da in Kakariko. Dazu brauchen wir kein Pferd. Oh nein, da ist das Königsschwert. Oh nein, nein. Ah, jetzt ist es kaputt gegangen. Das Königsschwert ist kaputt. Wie schade. Wir nehmen uns was Neues. Ein Soldaten, zwei Hände. So. Ist auch gar nicht mehr weit, glaube ich. Ja, okay. Wir sind nicht mehr ganz so weit entfernt von Kakariko. Ich bin mal gespannt, was uns da Schönes erwartet. Wie das so aussieht. Denn so eine Welt hat man ja früher auf jeden Fall nicht gesehen. Es sah alles ein bisschen anders aus. Das Schloss und so weiter. Ja, von Weitem sieht das jetzt immer noch ähnlich aus wie von Ocarina of Time. Aber man soll es ja nicht die ganze Zeit nur mit Ocarina of Time verwechseln. Ich meine, oder vergleichen, denn es ist ja kein Ocarina of Time. Es ist Zelda Breath of the Wild. Und ich muss schon sagen, das Spiel ist auch echt ziemlich geil eigentlich. Also... Von daher, ich weiß nicht, ob man wirklich überhaupt Vergleiche braucht zu anderen Spielen, weil das Spiel ist einfach geil, wie es ist. Ob man es vorher gespielt hat oder nicht, überhaupt Zelda gespielt hat vorher oder nicht, das Spiel lohnt sich auf jeden Fall zu spielen. Okay. Ja, haut ab. Ich brauche ihn nicht. Gib mir die auf die Eier. Hey. Schießt der unglaublich. Egal, ich brauche ihn trotzdem nicht. Hier kann ich doch locker hinter mir lassen. So, wie sieht's aus? Ja, ist das schon der Eingang? Oh! Ja, scheint der Eingang zu sein. Wir sind endlich da in Kakariko. Wahnsinn! Hey Junge, was geht? In einer anständigen... Was? In einer anständigen Medizin gehören neben Insekten auf jeden Fall auch noch Monsterzutaten. Du wusstest doch, das wusstest du schon? Ah, das wusstest du schon lange, Eselchen. Ach, du bist so ein schlaues Kerlchen. Und du, junger Held? Dir ist es völlig egal, was man für eine ordentliche Medizin alles braucht? Na, hast du ein Paket auf meinem Eselchen auch gut im Blick? Willst du meine Waren sehen oder was? Zeig mal her, ich hab zwar kein Geld, aber hey. Frischfleisch und Gemüse, beste Qualität aus Nakakariko. Nur Esel gehen weiter. Nimm dir Zeit und such was aus. Ja, cool. Ganzen Futter hier. Ich habe ja gerade mal 47 Rubine. Ich glaube, ich kaufe bei dir nichts. Oh, nun Geduld, mein Eselchen. Ich kümmere mich doch kurz an den Kunden, damit ich wieder für dich da bin. Ja, okay. Wiedersehen. Dankeschön für das Angebot. Aber ich kaufe von dir nichts. Hey, was leuchtet denn da? Stecken da Pfeile drin? Yay. Sollen wir auch mal ein Pfeilchen da hinschießen? Hey. Ein Grog. Ja. Gib mal her, das Teil. Jetzt haben wir schon 4 von denen. Das ist ja der Wahnsinn. Kakariko. So sieht das hier aus, ne? Hätte ich mir jetzt anders vorgestellt. Aber hey, da oben ist auf jeden Fall ein Schrein. Da gehen wir hin. Aber vorher... Gucken wir uns mal ein bisschen hier um. Was gibt's hier eigentlich Schönes? Kopftopf, Deckel. Ja. Also ein Kochtopfdeckel quasi. So. Da geht's rein. Okay. Oh, was ist denn hier los? Wer bist du? Das hier ist Impas anwesend. Das ist doch der Shika-Stein. Bist du etwa... Bitte verzeih unsere Unhöflichkeit. Impa hat uns informiert. Bitte trete ein. Okay, gucken wir uns mal an, was da drin los ist. Impa.
Ein Mann. Oh, der Schickerstein. Seid ihr etwa vor dem... von dem Großmutter immer spricht? Ich habe es nicht vergessen, ehrlich. Ich bin nur etwas nervös. Ich heiße Papaya. Papaya, Papaya. Kokona Banana. Kennt ihr, ne? Egal. Puh, endlich ist es draußen. Man sollte meinen, dass ich in der Lage wäre, meinen eigenen Namen zu sagen. Tut mir leid. Schon seit ich klein war, hat mir meine Großmutter von euch erzählt. Bitte geht hinein. Meine Großmutter, sie wartet doch schon lange auf euch. Wow. Impa? Du bist also endlich erwacht, Link. Es ist lange her. Sehr lang. Ein paar Jährchen mehr hab ich wohl auf dem Buckel. Ich hoffe, du erkennst mich noch. Wenn ich jetzt an Ocarina of Time denke, dann war Impa aber, ja, ziemlich jung natürlich, wenn sie jetzt 100 Jahre alt sein soll. Du siehst mich ja an, als hättest du mich noch nie zuvor gesehen. Ich bin es, Impa. Erinnerst du dich nicht? Einmal mehr an meinen Namen? Das heißt wohl, du hast tatsächlich dein Gedächtnis verloren? Nun, vielleicht ist es in gewisser Weise besser so. Link, tritt näher. Vor 100 Jahren, als ihr Königreich Hyrule unterging, du standest an der Schwelle zum Tod. Zeldas letzte Hoffnung war, dich in einen heiligen Schlaf versetzen zu lassen. Sie selbst machte sich auf ganz allein stellte sich Ganon entgegen. Prinzessin Zelda hinterließ nur eine Nachricht für dich. Seitdem warte ich geduldig hier auf den Tag, an dem ich ihre Nachricht endlich an dich weitergeben kann. Jedoch, wenn ich die letzten Worte der Prinzessin an dich weitergeben soll, dann muss ich dir eins klar sein. Du musst bereit sein, dafür zu sterben. Doch diese Verantwortung kann ich schlecht jemanden aufbürden, der sein Gedächtnis verloren hat. Wenn du entschlossen bist, die Worte der Prinzessin zu hören, komm noch einmal zu mir. Ja? Die Prinzessin hat alles riskiert, um dir diese Botschaft zu hinterlassen. Wenn du nicht fest entschlossen bist, kann ich sie dir nicht übermitteln. Bist du bereit, für diese zu sterben? Natürlich. Was sonst? Sieh an. Du magst dein Gedächtnis verloren haben, aber du bist immer noch derselbe. Wenn es darum geht, das Richtige zu tun, ist auf dich stets Verlass. Gut. Da du dein Gedächtnis verloren hast, sollte ich dir wohl eins alles von Anfang an erzählen. Oh mein Gott, jetzt geht's los. Das Königreich von Hyrule wurde seit uralten Zeiten immer wieder von einer unheilbringenden Verheerung namens Ganon heimgesucht. Doch stets erschienen auch ein Jüngling mit der Seele des Helden und eine Prinzessin mit dem Blut der Göttin. Jedes Mal, wenn unsere Welt bedroht wurde, gelang es diesen beiden mit vereinten Kräften, das Böse zu besiegen. Aus jedem dieser Kämpfe gegen Ganon ging eine neue Legende hervor. Doch dann, vor 10.000 Jahren, wollte man diesen ewigen Kreislauf der Geschichte nicht länger hinnehmen. Hyrule hatte sich zu einer Hochkultur entwickelt, in der die Angst vor Monstern und Magie endlich der Vergangenheit anzugehören schien. Und so beschloss man, dem Helden und der Prinzessin jener Zeit mit Hilfe technologischer Wunderwerke zu helfen. Das Ziel dieses Plans war, die Verheerung Ganon für alle Zeiten zu versiegeln. So entstanden vier gigantische Titanen,
die von einem Piloten gesteuert werden sollten. Zudem wurde ein ganzes Heer von automatischen Kampfmaschinen erschaffen, die Wächter genannt wurden. Als Piloten der Titanen wurden aus den Völkern Hyrules 4 herausragende Krieger ausgewählt. Nachdem all diese Vorbereitungen abgeschlossen waren, fühlte man sich Ganon gegenüber gewappnet. Als nun die Verheerung tatsächlich wiederkehrte und Hyrule angriff, erhob sich ein mächtiges Heer an der Seite des Helden und der Prinzessin gegen Ganon. Eine schier unermessliche Zahl von Wächtern rückte vor und stellte sich schützend vor den Helden. Die gottgleichen Titanen entfesselten ihre Energien und zwangen das Böse in die Knie. So gelang es dem Helden, Ganon mit dem heiligen Bandschwert niederzustrecken. Und die Prinzessin besiegelte sein Schicksal mit der Kraft ihres königlichen Blutes. Hundert Jahre ist es nun her. Schon lange Zeit vergangen. Um uns auf die prophezeite Wiederkehr Ganons vorzubereiten, folgten wir dem Vorbild der 10.000 Jahre alten Legende. Doch das Ergebnis war nicht so, wie wir uns erhofft hatten. Wir hatten seine Macht unterschätzt. Um diesen Fehler nicht zu wiederholen, hinterließ die Prinzessin die folgenden Worte. Befreie die 4 Titanen! Alles klar, mach ich. So, die 4 Titanen, alles klar. Doch dein Shika-Stein ist nicht vollständig aktiv. Prinzessin Zelda hat ihn dir hinterlassen. Für dich ist er Wegweiser und Gedächtnis in einem. Ich frage mich, vielleicht kannst du im Institut für Antikenforschung in Hateno Hilfe bekommen. Alles klar, gehen wir mal dahin. Zeldas Vermächtnis. Du bist Zeldas, nein, ganz Hyrules einzige Hoffnung. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Folge deinem Herzen und erfülle dein Schicksal. Impa die Weise, geschafft, jawoll. Sehr nice. Und das heißt für uns auch wieder hier erstmal einen Cut. Wir machen nächste Folge wieder weiter und ich hoffe, euch hat's gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Deswegen sage ich bis jetzt erstmal, haut rein und bis denne. Ciao.